Guten Morgen und willkommen zu Vlogmas Tag 5. Wow, es ist schon mal 5. Das geht irgendwie sehr schnell. Morgen ist schon Nikolaus. Voll krass. Und ich kann gar keinen Stiefel rausstellen, weil wahrscheinlich kein Nikolaus hier hinkommen wird. Aber ich habe ja meinen Adventskalender. Aber früher war ich immer so richtig aufgeregt und habe meine Schuhe so richtig ordentlich geputzt und rausgestellt. Und ja, das fand ich immer voll cool, wenn man dann morgens so runtergekommen ist und dann waren da so kleine Sachen drin. Fand ich immer voll schön. Aber jetzt habe ich ja meinen Adventskalender. Da ist bestimmt auch irgendwas Süßes drin von meiner Mama. Es ist schon eigentlich gar nicht mehr morgens, es ist schon gleich 11:45. Ich hatte einen sehr entspannten Morgen, habe jetzt gerade geduscht. Ich habe ein bisschen ausgeschlafen, weil ich zum Glück nicht zur Uni muss heute. Und jetzt habe ich mir hier gerade endlich mal was zu frühstücken gemacht. Mit meinem coolen goldenen Müsli-Löffel. Ich finde den so cool. Und jetzt werde ich erstmal was frühstücken. Ich habe mir noch einen Tee gemacht und ein bisschen chillen, weil ich heute Morgen nicht wirklich viel zu tun habe. Was auch mal ganz schön ist, einfach so ein bisschen rumgammeln. Das habe ich nicht ganz so oft, würde ich sagen. Und dann fahre ich gleich zu einer Freundin und wir wollen zusammen zu Ikea. Einfach so ein bisschen gucken und ich will für mein Regal da hinten, will ich so Kästen oder Körbe, irgendwie sowas, dass das so ein bisschen abdeckt alles. Mal gucken, was ich da so finde und wahrscheinlich werde ich wieder Kerzen kaufen und Deko. Und eigentlich will ich nur diese Körbe kaufen, aber mal gucken, wo drin das endet. Und ja, vorher wollten wir noch was zusammen Mittagessen. Aber jetzt frühstücke ich erstmal und dann machen wir gleich zusammen die Adventskalender auf, ne? Weil das darf ja nicht fehlen. Übrigens muss ich euch noch auf den neuesten Stand bringen mit meinem Praktikum. Ich habe das irgendwie ganz spontan gestern Abend noch entschieden. Ich habe jetzt Grazia zugesagt und die haben mir jetzt gerade eben direkt schon eine E-Mail zurückgeschrieben, dass sie mir jetzt den Vertrag zuschicken. Und ich weiß auch nicht, das war gestern Abend jetzt so eine Bauchgefühlssache, weil das Gespräch mit Otto war super nett und ich fand die total ja, cool und ich hätte das auch eigentlich super gerne bei Otto gemacht und das wäre, ja, glaube ich, ein richtig gutes Praktikum gewesen bei einem richtig guten Unternehmen und ja, wäre bestimmt alles super cool gewesen. Aber weil ich nicht da war und wir nur dieses Skype-Gespräch hatten, hatte ich halt nicht so, keine Ahnung, ich habe nicht gesehen, wie die Atmosphäre da so ist und wie das Team so insgesamt ist. Und das konnte ich mir bei Grazia halt alles angucken und das war alles ein bisschen kleiner und gemütlicher. Und ich habe schon so ein bisschen gesehen, wie da halt so ein Arbeitstag nun aussehen könnte. Und ich glaube, ich bin eher dann so der Typ, der in einem kleineren Team besser arbeiten kann als jetzt bei Otto. Die haben irgendwie über 300 Praktikanten und ein Großraumbüro und ich weiß nicht, ob das so meins ist. Keine Ahnung, kann sein, dass ich total falsch liege, aber das war jetzt einfach so eine Bauchgefühlsache und deswegen habe ich jetzt Grazia zugesagt und ich freue mich da total drüber jetzt, dass die auch so nett direkt geantwortet haben und ich glaube, das wird auch ein super Praktikum und Grazia ist ja auch eine coole Zeitschrift und auch ein gutes Unternehmen und ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und das geht jetzt im April los für 4 Monate. Und genau, das wird dann mein Praxissemester. Ja, ich freue mich gerade, dass ich das jetzt endlich fest habe. Das ist ein sehr befreiendes Gefühl, weil man die ganze Zeit halt so auf der Suche war und dann so lange auf die Antworten von den Unternehmen gewartet hat, weil die sich ja auch immer sehr lange Zeit lassen und dann weiß man nicht, muss ich jetzt noch mehr suchen oder antworten die noch. Aber jetzt habe ich das fest und ich muss mich darum nicht mehr kümmern und ja, freue mich darauf jetzt. So, lasst uns schnell die Adventskalender öffnen. In Mamas habe ich heute Morgen schon reingeguckt, ganz schnell. Und da waren diese süßen Taschentücher drin mit einem Snowman. Voll cute. So, jetzt geht's hier weiter. Das passiert ungefähr jeden Tag. Nummer 5. Das sieht wieder nach einer Handcreme aus. Ja, es ist eine Handcreme. Und die sieht schon wieder richtig schön aus. Die Verpackungen sind echt richtig toll. Süß. So, Nummer 5. Sneaker putzen. Ja. Muss ich leider nicht, weil hier kein Nikolaus hinkommt zu mir. Aber das fühlt sich schwer an. Wow. Reishunger. Milchreis, wie geil. Ich hatte schon die ganze Zeit voll Bock auf Milchreis mal wieder. Vielleicht esse ich nachher Milchreis. Da habe ich voll Lust drauf. Ich habe so lange kein Milchreis mehr gegessen. Voll cool. Von Reishunger.
Bis jetzt bin ich von diesem Foodies Adventskalender echt begeistert, weil da sind so coole Sachen drin. Also bis jetzt echt richtig, richtig gut. Und jetzt gucken wir noch hier rein. Yay! Und nochmal das Brombeer, wie gestern, das Brombeer Granola. Jetzt habe ich drei davon. Ich habe gerade eben übrigens fast meine halbe Wohnung unter Wasser gesetzt. Ich habe mich geduscht und mein Abfluss, der ist irgendwie dauernd verstopft durch meine ganzen Haare, weil ich so einen krassen Haarausfall habe. Und meine Dusche ist ja so ebenerdig und ich habe nicht wirklich mitbekommen beim Duschen, dass das ganze Wasser rausgelaufen ist, weil es halt nicht abgeflossen ist. Und dann habe ich mein ganzes Bad unter Wasser gesetzt. Oh, das war irgendwie total dumm von mir. Und das lief schon so unter der Tür raus. Und dann habe ich hier mit 1000 Handtüchern das wieder getrocknet. Jetzt müssen die hier erstmal wieder trocknen. Das dauert wahrscheinlich Ewigkeiten. Ja, das war alles ein kleiner See. Aber jetzt wurde immerhin mal wieder ordentlich gewischt. Ja, das war schon meine kleine morgendliche Aufregung. Naja, ich habe mich jetzt mal ein bisschen geschminkt. Ich habe immer noch meine coole neue Schlafanzughose an, weil die so gemütlich ist. Aber da muss ich jetzt mal raus und dann mache ich mich auf den Weg zu Birte. Dann wollen wir erstmal was zum Mittag essen und dann auch zu Ikea. Und ja, ich liebe irgendwie Ikea auch. Ich fahre auch total gerne mit meiner Mama zu Ikea, auch wenn ich überhaupt nichts brauche, einfach so um zu gucken. Meistens kaufen wir dann eh wieder 1000 Sachen. Aber ich weiß nicht, ich mag es irgendwie total, da drum zu laufen und mir die Deko-Sachen und Möbel anzugucken und so mir mögliche Wohnungen einzurichten im Kopf. Und das macht mir immer voll Spaß. Und ich hoffe, ich vergesse es nicht, dass ich nachher dann noch so ein Rohrfreizeug für meine Dusche kaufen muss. Weil sonst habe ich das ganze Theater morgen nochmal. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Für sowas darf man dann Geld ausgeben, wenn man alleine wohnt. Das ist echt genial. Birte wohnt so schön. Da hinten ist direkt die Außenalster. Und wie süß, die haben schon ihre kleinen Weihnachtsbäume da auf dem Balkon stehen. Cute. Ich will auch endlich einen Weihnachtsbaum haben. Ich muss noch so lange warten, bis ich nach Hause fahre. Die sehen ja echt lustig aus, so aus der Balkon. Das sind Dinkel Tortelloni Ricotta Spinat. Aber von DM Bio müssen die also ganz gut schmecken. Bin ich mal gespannt. Aber sieht eigentlich ganz lecker aus. Immer wenn ich hier bin, koch so richtig nett für mich und ich sitze mal hier noch. Alles gut. Okay, warte, ich gebe dir Löffel oder eine Gabel? Gabel wahrscheinlich. Gabel. Ja, danke. Schön. Guten Appetit. Ich bin zu unkreativ für sowas. Lecker stollen. So, wir haben es auch zu Ikea geschafft. Zwar ein bisschen verspätet, aber der Stollen war einfach zu lecker. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so finden. Oh, hier riecht es gut. Schmalzkuchen. Hier kann man auch Enten mit Rotkornflößen essen. Ich habe meinen Ikea-Einkauf erledigt. Ich war erfolgreich. Habe auf jeden Fall das bekommen, was ich haben wollte. Und noch ein paar andere Sachen. Natürlich habe ich auch zwei Duftkerzen gekauft, wie immer. Immer wenn ich bei Ikea bin, kaufe ich Duftkerzen. Das ist echt ganz schlimm. Aber ich brauchte neue. Und jetzt gucke ich gerade noch hier bei den ganzen Food-Sachen, ob es irgendwas Leckeres gibt. Und dann fahren wir jetzt mal wieder nach Hause. Aber es war erfolgreich. Die leckersten Zimtschnecken überhaupt gibt es bei Ikea, wirklich. Die sind so geil. Wenn ihr bei Ikea seid, kauft diese Zimtschnecken. Oh, fertiger Keksteig, interessant. Oh, findet ihr diese Haferkekse auch so geil von Ikea? Die sind so lecker. Da kann man mal gar nicht aufhören. Ich kann euch mal gerade meine kleine Ausbeute zeigen. Es ist echt nicht so viel. Aber ich habe zwei von diesen
Boxen hier gekauft. Die kommen jetzt da wo ihr gerade steht, da in das Regal, weil da habe ich halt noch keine Boxen oder irgendwie so Aufbewahrungskisten für. Und dann sieht das so unordentlich aus, wenn das dann nur so reingestellt ist. Deswegen habe ich hiervon zwei gekauft. Und dann habe ich das coole Ding hier gekauft. Das macht schon so Spaß. Das ist so ein Puderzuckerbestreuer. Und ich wollte so ein Ding schon immer mal haben. Und das war runtergesetzt. Und deswegen musste ich das jetzt mitnehmen. Und ich dachte so, für die Weihnachtszeit zum Backen ist das voll nützlich. Und es macht voll Spaß. Dann habe ich noch zwei Kerzen gekauft. Weil ich immer Kerzen kaufe, wenn ich zu Ikea gehe. Ich weiß auch nicht, irgendwie komme ich da nie an diesen Duftkerzen vorbei. Weil ich das so liebe. Und die... Oh, die riecht so gut. Die riecht nach Lebkuchen. Mmh, lecker. Und das ist so eine Winterkerze. Also sie heißt Winter, nur mit V. Und die riecht nicht so krass, aber auch total lecker. Und die hat so eine, ja, rote Folie drum. Die kann man aber auch abmachen. Aber vielleicht lasse ich es auch einfach dran. Sieht schön weihnachtlich aus. Und das war auch schon mein Einkauf. Also... Dafür, dass ich sonst immer bei Ikea ziemlich viel kaufe, habe ich mich ziemlich zurückgehalten. Und ich habe nicht mal die Zimtschnecken gekauft. Ja, das war mein kleiner Ikea-Einkauf, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und es war total leer bei Ikea, was auch super entspannt war. Ja, aber sonst war es echt noch ganz schön bei Virti. Oh, wir wollten eigentlich nur ganz kurz zusammen Mittagessen und dann los. Und irgendwie haben wir dann noch voll lange gequatscht. Und ihre Mama hatte so selbstgebackenen Stollen ihr mitgegeben, als die zu Besuch waren. Und den mussten wir dann leider noch ein bisschen uns gönnen. Weil das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben Stollen gegessen habe. Weil ich habe das ja alles nie probiert, weil ich diese geglaubte Mandelallergie und Nussallergie hatte. Und deswegen habe ich so viele Weihnachtsgebäcke und Kekse und sowas immer nie gegessen. Und das kann ich jetzt alles nachholen. Und so auch gebrannte Mandeln oder sowas, das muss ich jetzt demnächst mal probieren. Habe ich auch noch nie gegessen. Und dieser Stollen war echt richtig, richtig lecker. Ich muss mir da erstmal ein Rezept besorgen und den auf jeden Fall bald auch mal nachmachen. Also Stollen, da habe ich echt was verpasst. Das muss ich jetzt alles aufholen. Alles, was ich in den letzten Jahren verpasst habe, muss ich dieses Jahr aufholen. Und jetzt werde ich, glaube ich, nichts mehr machen. Nur noch ein bisschen chillen im Bett. Und sonst nichts mehr machen heute. Komm schon. Wie schön. Das sieht doch schön aus, oder? Und jetzt mache ich die hier auch noch an. Wünschen denn schon. Yay. Yeah. Voll Weihnachten. Hi. Ich hatte gerade noch einen kleinen Aufräumanfall. Manchmal habe ich das, dann muss ich irgendwie alles ausmisten und nochmal neu sortieren und alles ordentlich machen. Und ich habe ja eine große Tüte zusammenbekommen mit Müll, den ich jetzt morgen entsorgen werde. Und habe hier so ein bisschen meinen Schrank hier aufgeräumt. Da ist er. Und ja, mein Regal hier sieht jetzt so aus. Ja, und ich finde, das sieht schon mal ganz, ganz schön aus. Ich habe jetzt erstmal nur zwei von den Kisten gekauft. Weil ich das eigentlich auch ganz süß finde, wenn da zum Beispiel so ein Bild drin steht. Muss ich mir mal überlegen. Machen wir jetzt mal was zu essen, chill mich dann ins Bett, gucke noch ein bisschen Fernsehen vielleicht. Und gerade läuft das perfekte Dinner, das habe ich auch schon Ewigkeit nicht mehr geguckt. Gucke ich voll gerne eigentlich. Alles, was mit Kochen und so zu tun hat. Ich gucke sogar die Küchenschlacht manchmal. Ist das peinlich? Guckt das noch jemand von euch? Ich finde das irgendwie cool, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so ein Faible für Kochsendungen. Ich liebe auch The Taste, das kommt morgen. Ja, ja, irgendwie gucke ich das voll gerne. Wahrscheinlich, weil ich einfach auch gerne koche und backe und alles Mögliche. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, ich freue mich auf morgens Nikolaus.
Ach ja, ich habe schon wieder vergessen. Ich freue mich. Ich bin gespannt, was bei Nikolaus in der Adventskalender drin ist. Bei meinen Adventskalender kann ich immerhin sicher sein, dass ich keine Rute kriege. Das ist schon mal sehr gut, obwohl ich keinen Schuh rausstelle. Oder soll ich vielleicht mal probieren, einen Schuh rauszustellen? Vielleicht packt mir irgendjemand im Wohnheim hier was rein. Soll ich das mal machen? Das wäre eigentlich witzig, ne? Aber wahrscheinlich packt da eh keiner was rein. Am Ende habe ich da so einen Stock drin stecken. Naja, wir sehen uns morgen am Nikolaus. Putzt alle schön eure Stiefel und stellt sie alle raus. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!